Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto. Freunde, wir sind angekommen bei Folge 19. Die letzte Folge hat impulsant geendet und zwar hat der Herr Gao seine ganze Family und ich weiß nicht was noch alles zusammengetrommelt und ist bei der Brücke aufgetaucht. Ich bin jetzt gespannt, was das zu bedeuten hat, beziehungsweise hoffe ich einfach, dass wir diesen Mega-Clash haben von dem Wasserdorf, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber auf jeden Fall, dass das die Leute aus dem Dorf gegen die Leute von Gao kämpfen. Das wäre geil, Mann. Oh, das wäre schon geil. Ich möchte nur diesen Clash haben. Und dann auch diesen Mini-Clash irgendwie. Dann mit, wobei Zabuza ist so gut wie besiegt. In Anführungsstrichen. Aber man weiß nie, was besiegt heißt bei Naruto, ne? Deswegen, ich bin gespannt, Freunde, bevor wir die Folge reinschauen, hier noch eine kurze Einblendung, wie ihr das Ganze hier gucken könnt. Ja, Freunde, ihr seht jetzt gerade hier dieses Video, was ich jetzt hier habe. Geht mir davon aus, dass das dieses Video ist, was ihr gerade guckt. Ihr macht einfach einen Doppelrechtsklick drauf, geht dann auf Bild im Bild, dann habt ihr das im YouTube-Modus hier von YouTube selber eine Funktion übrigens, dass ihr auf andere Webseiten gehen könnt, wie eben Netflix. Und dieses Video hier, was ihr gerade von mir seht, als Facecam hier hinpacken könnt. Dann drückt ihr dort auf Play, drückt hier auf Play. Und schon habt ihr das Video so, wie es sein soll, Freunde, ja? Gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir rein, Freunde, bei Staffel 1, Folge 19. Die Folge geht 23 Minuten und 24 Sekunden. Wir drücken auf Play, Freunde. In 3, 2, 1, go. Ehrenintro ein. Freunde, habe ich noch Water hier. Ein bisschen Water wird sich noch gegönnt. Ach ja, Leute. Ich muss sagen, Naruto ist eins meiner Lieblingsformate geworden, tatsächlich. Ob es glaubt oder nicht. Das ist Real Talk so. By the way, sind die Szenen aus dem Intro nur fürs Intro oder wirklich aus der Serie? Die sind nur fürs Intro wahrscheinlich, oder? Ich denke mal schon, naja. Die sind so symbolisch, naja. Aber schreibt mir gerne mal rein, aber ich glaube, die sind nur fürs Intro wahrscheinlich. Naja, gut, Freunde. Dann mal sehen, Alter. Boah. Abschied nehmen. Ich hab Gao gesagt die ganze Zeit, ne? Er heißt Gato. Ich hab an Daredevil gedacht mit Madame Gao. Huch. Upsi. Bomben-Joke, Bruder. Bomben-Joke. Oh, ja bitte, hol jetzt die Leute aus dem Dorf. Bruder. Ehrenlos hoch 100. Ehrenlos. Hey.
Hey. Das ist true. True. Ja, ich fühle Naruto auf jeden Fall, Mann. Ich fühle ihn und seine Aussage und seinen Gedankengang. Boah, wie kann ein Mensch so kaltherzig sein? Wobei ich glaube schon, dass es. Nee. Ja, ich wollte gerade sagen. Es trifft Zabuza schon. Es trifft Zabuza. Natürlich trifft es ihn. Er kann es sich selbst nur nicht eingestehen, sowas. Boah. Ich habe Gänsehaut, Mann. Ja, true. Real Talk. Ey, jetzt muss gleich die Armee kommen aus dem Dorf, bitte. Bruder, Arme tot, juckt ihn nicht. Ey, Bruder, ich bin voll auf seiner Seite jetzt. Snack in dir. Snack in dir. Hat er ihn? Bruder, was eine brutale Folge und ich mag es. Oh.
Beiß ihm die Adern auf. Beiß ihm den Hals auf. Los. Das ist gerade so geil, befriedigend einfach. Helga, du siehst aus wie der größte Lappen ohne Brille, by the way. Der größte Lappen ohne Brille. Ja, die werden jetzt nicht mehr bezahlt. Also, warum sollen die jetzt noch kämpfen? So rein theoretisch, ja? Krass, Mann. Und alles nur wegen Haku. Boah, dieses Bild ist heftig einfach. True. Alter, Props an Zabuza, Mann. Props an ihn einfach, wirklich. Real Talk. Props an ihn. Krass, Alter. Okay, Sasuke kommt back. Aber er ist ein Geist. Er ist in der Geistform. Oder? Naja, oder? Ah, ne, oh, schade. Okay, trotzdem. Er hat doch voll so die Spieße in sich, so, weißt du? Ah. Oh, wenn ich mir das vorstelle. Mit diesen Nadeln, Leute. Oh. Ach, Leute. So wie immer. Spaß. Spaß. Sakura ist gar nicht so schlimm. Sie ist gar nicht so schlimm, wie ich immer sage. Das Real Talk. Manchmal schon, aber sie ist nicht so schlimm, wie ich immer sage. Ehre. Das ist wirklich Ehre. Jetzt haben wir diesen Point Even, den ich wollte. Wisst ihr, dass man so ein Boom, so ein Grounding hat, wo man sagen kann, okay, next mission, nächste Mission. Ach, die kämpfen doch. Jetzt kommt das Dorf zu euch. Das Dorf kommt zu euch nämlich. Freunde, ich habe da eine Lösung vor. Ich habe kurz angerufen. Ey, kommt. Jetzt muss das Dorf kommen. Jetzt muss das Dorf doch da sein. Ja. Oh, episch. Wie viele sind das? Leute, ich hol mein. Fuck, ich hab meinen Baseballschläger gerade nicht hier, Leute, aber. Ich schwöre euch, ich zieh mit in den Kampf. Für die Brücke! Für die Ehre! Ehre.
gerade noch genug. Verpisst euch! Bruder, die ertränken da einfach. Ehre! Real Talk, Ehre! Ey, Props an Sabusa schon mal. Ich habe irgendwie im tiefsten immer noch Angst, dass es eine Falle ist. Aber ich hoffe nicht, Mann. Das wäre jetzt der größte unehrenhafte Move der Welt. Nee, nee. Nee, ist keine Falle. Ist real, okay. Ja, ist real. Ey, da muss ich am Ende auch Props an Sabusa geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrenmann. Ach Mann. Sabusa, Bruder. Ehre, Alter. Och, Leute. Warum ist das denn auf einmal jetzt so ein schönes Ende hier? True. Och man, was für eine Ehre, was für ein Ehrenende, Alter. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Ey, das war auf jeden Fall, muss ich sagen, war eine Ehrenfolge und ein schönes, schönes Ende, Mann. Ein schönes Ende. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Wir sind jetzt so mit der Quest. Wir können was Neues anfangen.
Der kleine Ehrenmann, Alter. Ich hoffe. Ich hoffe. Die beiden. Ich hoffe, da wird noch was Geiles draus. Ich hoffe wirklich, da kommt noch eine coole Quest oder dass er sich dem Team irgendwann anschließt. Hat sie auch recht, ja, hat sie recht. Ehre. Bitte. Haku. Ah, okay. Damit bin ich auch cool. Damit bin ich auch cool. Ach, Leute. Irgendwann mit Sakura wird es auch noch was, ich sag's euch. Irgendwann wird es was mit Sakura. Ja, ich glaube auch. Wer weiß? Auf jeden Fall, Mann. Ey, war eine krass emotionale Folge, ne? Okay, gut. Ey, Leute, war wirklich eine krasse Folge. Ich habe nicht mit dem Character Development gerechnet von Zabuza, auf jeden Fall nicht. Und dass jetzt beide dead sind, heavy. Ist schon krass, aber war auf jeden Fall, ja, war auf jeden Fall auch ein heftiges Ende, so muss man, ey, muss man sagen, war ein heftiges Ende. So, habe ich nicht mit gerechnet, tatsächlich. Und, was ich auch, wie ich ja sagte, schon gut finde, wir haben jetzt diese Story-Reihe kurz abgeschlossen. Die Quest ist beendet erstmal, wir können auf ein neues Abenteuer gehen mit neuen Leuten, neue Bösewichte, neue Charakter, neue Aufgaben, neue Struggles, whatever, wisst ihr? Da freue ich mich auch drauf, jetzt einen neuen Step zu machen, Kapitel abgeschlossen. Und ich freue mich jetzt auf das nächste, was ja, die Serie so in der Hand hält. Ich bin mal echt gespannt, was da auf uns zukommt. Aber ansonsten kann ich schon mal sagen, ich fand die Storyline sehr, sehr geil, Mann. Ich hoffe, wir sehen noch was von dem kleinen Jungen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir, keine Ahnung, irgendwann nochmal dahin zurückkehren. Und war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Storyline. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die letzte Folge jetzt war nice. Und ich bin gespannt auf die nächste Folge, weil ich glaube, die wird halt so wieder was öffnen, so ein bisschen, ja. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt von euch. Ich würde sagen, das war es an dieser Stelle auch für diese Folge Naruto. Falls ihr euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und da würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und.